ich hatte keinen Bock auf diese ganzen stählerner Adler, furzender Igel, toter Vogel-Events. Deswegen habe ich die gar nicht erspielt. Ich werde auch demnächst wahrscheinlich gar keine Events mehr mitspielen. Das Spiel geht mir um den Sack mit den ganzen Events. I don't want to play events. I want to play random battles. Die ganzen Events gehen mir auf den Senkel. Event hier, Event da. Oktober-Event, Januar-Event, Halloween-Event, Konzept 1B-Event, Dies-Event, Stahl, Stählerner Adler-Event, Waffenträger auf Elektroscooter, Batterie-Event, Waffenträger auf Alles leuchtet blau, warum weiß kein Mensch-Event, Waffenträger auf Kindergarten-Event, Waffenträger auf E2200-Event. Die haben so viele Events rausgehauen, Alter, das hängt mir zum Hals raus, Junge, ich kann das nicht mehr sehen, Junge. Alles zielt nur darauf hinaus, dass du den ganzen Tag das Spiel suchtest. Da, und den Scheiß mache ich nicht mehr mit. Da Marathon, dies Marathon, dort Event, das Event. Gar kein Bock. Gar kein Bock. Nicht mal 1%. Absolutes Event-Boykott, bis Wargaming das eigentliche Spiel vernünftig programmiert, die ganzen Bugs behebt. Den Waffenträger auf E100 vernünftig wieder in den Forschungsbaum reinballert, vernünftige Maps raushaut, ne, und aufhört mit diesen ganzen EBR-Gedöns und HE-Nerf, Crew.2 Bullshit, Alter, was die da nicht die ganze Zeit versuchen wieder durchzudrücken. Dass endlich mal die Etage da oben aufhört, dieses Spiel komplett bewusst kaputt zu patchen. Kaputski, Petschski, Spilowski, Nixgutski. Spiel fängt an, es steht schon 2 zu 0. Jawohl, linke Flanke fällt, keinen interessiert's. 3 zu 0, jawohl, 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 jawohl. Keinen juckt's, was da an der Schienenseite abgeht. Die schnellen Panzer müssten jetzt flankieren und dort wieder. Ach, ich muss zurück zur Base, Alter. Das hat ja mal gar keinen Wert hier. Ich muss zurück zur Base. Oh Gott, das Spiel ist schon wieder verloren, ne? Oh Gott, es steht schon 5 zu 1, Junge. Das Spiel hat angefangen, das Spiel ist schon wieder zu Ende. Jawohl, das war's. Alter, es steht schon 6 zu 2, Alter, wie schnell. Wie schnell kann man denn bitte wegsterben, Alter? Was ist das? Alle Panzer, die wir hatten, sind tot. Und das innerhalb von 2 Minuten. 2 Minuten auf Himmelsdorf. Auf einer Stadtmap. Wie kann man auf einer Stadtmap so schnell sterben, Alter? Wie? Wie zum Geier sind die denn jetzt schon wieder alle tot? Das Spiel hat doch gerade erst begonnen. Ja, STB1, genau. Fahr in die Schlachtergasse. Genau. Genau so siehst du auch aus. So.
Tja. Und ich mach einfach mal kurz 3 Kills und der STB1 auch. Ey, das können wir sogar noch gewinnen, eventuell, ne? Das können wir sogar noch gewinnen. Okay, der lässt mich jetzt im Stich, der STB. Never mind. Ach Gott. Aber der STB hat noch genug HP. Ey, Alter, wir haben zu zweit das Spiel geregelt, ne? Alter, wir, ey, der und ich, wir gewinnen das Spiel zu zweit. Der und ich, wir gewinnen zu zweit das ganze Spiel. Wenn der das jetzt hinkriegt, wenn er jetzt nicht verkackt. Oh Gott. Oh ne, er verkackt. Er verkackt. DPM-mäßig müsste der denn jetzt rausgehen. Nein, bitte mach nicht Facehack mit dem, sei nicht dumm. Oh ne, Emorek. Yo! Bruder Jakob, der und ich, wir haben zu zweit das ganze Spiel gewonnen. Zu zweit. Zu zweit. Wir haben einfach zu zweit das Spiel geregelt. Wir waren haushoch das Ding am Verlieren. WTF. WTF, Alter. WTF, was war das denn für eine Runde? Hier, entscheidender Beitrag. Bruder, wir haben 12 Kills zu zweit. 12 Kills. Wir haben 12 Kills mit 2 Panzern gemacht. Wow, Alter, wow, wow. Wir haben einfach zu zweit das Spiel gewonnen. Oh, Junge, was zum Fick, Alter, was war denn da kaputt? Ey, wir haben einfach zu zweit das Spiel gewonnen. Ein absolut verlorenes Spiel war das, ne? Bro. Guck mal, ich habe 3 Kills. Alter Schwede, ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was zum Teufel war das für eine Runde? LOL des Grauens. WTF. WTF, Alter. Wir haben das Ding geregelt. Bro. Ich komme gar nicht mehr klar, Junge. Ich bin außer Rand und Band. Brudikowski, Alter. Was zum Hölle? Was zu... Yo, German Freshman, was geht? Ja, aber ohne meine Hilfe, ohne meine HP, hätte der das am Ende nicht geregelt gekriegt. Der hat natürlich am meisten gemacht, ne, ist schon klar, aber ich habe meine 3000 HP angeboten plus 3 Kills gemacht und ich habe mir sämtliche Schüsse vom FV und vom TVP gefressen. Ne? Stell dir vor, FV und TVP hätten auf ihn geschossen anstatt auf mich, dann wäre er sofort weg gewesen. Aber das war ein geiles Teamwork. Alter Schwede, Junge, das ist eine Hausnummer, Alter. Wir waren haushoch am Verlieren. Wir waren haushoch, das Spiel war eigentlich entschieden, ne? Deswegen niemals aufgeben, ne? Niemals irgendwie mittendrin aufgeben, weil du weißt nie, was am Ende bei rauskommt. Bro, Alter, legendäre Runde war das.
absolute Legende, die Runde. Wieso bekommt denn der da überhaupt keine Hilfe da? Ey, yo, wo landen hier meine Schüsse die ganze Zeit? Junge, wieso schießt keiner auf diesen Scout hier? Was ist das für eine komische Nummer, Alter? Wieso kann er da einfach stehen? Ja, die gesamte Mitte wird irgendwie nicht abgeaimt, ne? Hier. Aus irgendeinem Grund schießt keiner hier hin. Junge, ich bin dir am helfen! Oh Gott. Chill mal deine Basis, Mann. Wir haben es verstanden. Ich hab den nur jetzt rausgenommen. Hör auf zu heulen, Mann. Oh, die haben noch einen TVP. Das ist natürlich schlecht. Und wir haben keinen Spot mehr.
Also, wir haben einen STB-1 mit einem starken Turm, einen Emil mit einem starken Turm. Aber beide wollen hier vorne irgendwie nicht Hull-Down stehen. Jetzt erklärt sich das mal einer. Man holt sich doch einen Emil und einen STB, weil man einen starken Turm haben möchte, Hull-Down stehen möchte. Ja, und die Kollegen haben kein Interesse. Na komm, beweg dich, Junge. Im Wald rumstehen ist nicht die Lösung, Alter. Du hast den Turm. Go. Go for it. Emil, beweg dich. Na los! E50er gammelt hinten in der Ecke. Ja, komm schon, Junge. Du hast doch den Turm, nicht ich. Du auch da hinten. Hallo, Kollege. Ihr habt doch beide die starken Türme. Oh, Emil steht immer noch da hinten in der Ecke. Ja, die sind da hinten jetzt. Die haben einen T95er, Alter. Na komm, hier, rechts rüber, da lang. Na los, vorwärts! Mein Gott, was gibt's denn da noch zu schimmeln, ey?